Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von World of Warcraft. Heute sind wir ein bisschen später dran. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und wir sollen jetzt nämlich 8 Oger der Dünenbrecher schwächen und ihnen dann das Werbedelikatess-Häppchen des Bilgewasser-Kartells geben. Ja gut, dann machen wir das halt mal. Die Oger waren ja hier in diesem Bereich hier. Wo sind die denn alle? Sind die alle tot? Ja, schön. Blöder Pandare. Danke auch. Da ist einer. So, und ich glaube, wir müssen den jetzt zuerst schwächen. Genau. So, jetzt ist er geschwächt. Und jetzt haben wir ihn gefüttert. Okay, ui, das war knapp mit 40 HP. Mir leid tun, nicht wehtun. Ja gut, dann nächster. Nicht rennen, Ogerchen, bleib stehen. Das ist zu weit entfernt. Halt! Bleib hier! So, den hätten wir auch gefüttert. Und sie sagen schon wieder alles Gleiche. Da hätten wir noch einen, den wir noch füttern können. So. Leute, hört auf zu nerven. Kann ich jetzt meine Maus hier nicht gescheit bewegen? Naja, wie dem auch sei, ist ja egal. Oh, eine wilde Klapperschlange. Ich glaube, so eine haben wir noch nicht. Kurz gucken, die sind alle geheilt. Und drauf geht's. Ich will eine Klapperschlange. Okay, sie ist grau. Ich will sie doch nicht. Dann versuchen wir mal so ein bisschen Schaden zu machen. So, Nummer 1 ist gleich weg, aber den grauen Stinkkäfer brauchen wir irgendwie auch nicht. Ist krass, wie viel Schaden die Katze oder das Viech uns da gezogen hat. Können wir gucken, wenn wir mit dem hier jetzt draufhauen. Hui, es gibt ordentlich Schaden. Und mit dem hier. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber wenn das hier jetzt 307 gibt, dann lebt es ja danach noch. Probieren wir mal. Okay. Gab es wohl doch nicht 307. Ja, gut. Ist ja egal. Dann verfüttern wir die jetzt. Also wir füttern die Oger, nicht die Haustiere dem Oger. Hoppla. Falsche Gestalt. So, die Hälfte haben wir geschafft. Du wirst mich nicht vernichten. Du wirst mein Essen essen. Träum weiter, lieber Oger. Oh, verdammt. Gut, er wird doch nicht essen. Probier ich's jetzt mal mit der Kombo. Huiuiui. Hey! Du Arsch, warum haust du da nochmal drauf? Weiß doch, dass du dem was füttern musst. Mann. Kriegen wir die Quest ja nie fertig. So, gefertigt, genau. Boah, jetzt habe ich gerade einen Sprachfehler. So, Kombo drauf und füttern. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Kombo machen, wenn die noch nur vier Kombo-Punkte drauf haben. So, halt ist irgendwie der Wurm drin. Egal, er ist gefüttert. Irgendwie glaube ich lasse es jetzt dann einfach gleich. Ich rede heute nicht mehr, ihr dürft euch die Folge einfach weiterhin anschauen. Und habt hoffentlich Spaß beim Angucken. So.
Jetzt würde ich ganz gern wieder aufsitzen können. Danke. So, die Quest hätten wir nämlich jetzt auch. Und wir müssen nachher noch hier runter. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Hoppla. Die habe ich nicht gesehen. Aber es dürfte eigentlich nichts machen. Eigentlich können wir jetzt mal hier in den Let's Play Channel rein. Ich weiß, der Freunde-Channel hier blinkt. Das ist von dem Typen von vorhin noch. Yo. Tötet Schand... Sandscharre. Und wo ist der? Ist er auch bei denen da? Okay. Dann suchen wir doch mal nach ihm. Das sieht mir danach aus, als wäre das der, der in der Höhle drin ist. Ups, da ist einer. Nicht reinlaufen. Ja, der ist in der Höhle drin. So, jetzt müssen wir uns halt erst kurz den Weg dorthin irgendwie frei ebnen. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch gleich weg. Oh, ne, keine Energie. Super. So, jetzt ist der Weg frei. Und da ist Sandschacher. Jetzt haben wir gleich Energie wieder voll. Jetzt können wir auch drauf gehen. So, jetzt haben wir den ersten Cooldown-Dinger da drauf gehauen. Der eigentlich ziemlich nett viel Schaden macht. Den kennt ihr ja noch. So, und weg ist er. Naja, was Gutes hatte der auch nicht dabei. So, und jetzt rennen wir einfach durch. Ich hoffe mal, wir müssen jetzt nicht gleich abmounten. Ne, müssen wir nicht. Sehr gut. Ja, dann laufen wir mal hoch und schauen, was auf uns zukommt. Also ich meine, nach der Quest jetzt. Also wir haben ja noch theoretisch die eine zum Abgeben. Und wir sollten theoretisch noch in die eine Inni. Zulfarak war das, glaube ich. Nichts über dich. Gut, die sind alle wieder minus, mit minus Beweglichkeit. 2,5, 2,6. Wir nehmen den hier und verkaufen es. Ui, der hat gut XP gegeben. Da hoch. Was ist das? Facetten. Facetten was? Facettenauge. Okay. So. Gut, jetzt gibt es hier keine Quests mehr, glaube ich. Das heißt, wir können jetzt... Nein, ich wollte auf L drücken, nicht auf B. Oder wir nehmen doch M einfach. Wir müssen jetzt einfach mal hier runterlaufen. Das heißt, da haben wir noch eine kleine Wanderung vor uns. Diese Gildeneinladungen gehen mir sowas von auf die Nerven, das gibt's gar nicht. Aber wir sind gleich Level 48. Und an sich ist das Gebiet hier ja bis Level 50. Und danach sind wir wahrscheinlich hier im Krater von Unguru. Unguru? Ich weiß es gar nicht. Und dann müssen wir... Können wir entweder noch hier herüber gehen oder wir gehen dahin. Nee, oder? Wow, warum hängen wir hier fest? Lauf doch weiter, du Verrückter. So. Ziemlich genau da müssen wir hin. Wo war ich jetzt? Hier. Das ist ein 67 bis... Was? Level 67 müssen wir sein, um dorthin zu kommen. Nee. Ah, wir kommen hier raus. Da. Da ist das Portal. Nicht da unten. Okay. Und da müssen wir Level 58 sein. Okay. Das heißt 10 Level noch. Aber ich glaube, das haben wir bald geschafft. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Weil da ist ja nichts.
Uldum. Im Tal der Behüter. Ja gut, dann steht er wahrscheinlich da hinten. Wir können einfach mal schauen, vielleicht finden wir den dort. Ich weiß es nicht. Doch, da hinten sind sie. Die hat man nur von der Ferne her nicht gesehen. So, und hier ist schon mal der Questgeber. Also der Questabgeber. Und jetzt machen wir erstmal noch die anderen Sachen. Den Flugpunkt holen. Dankeschön, den haben wir. Und hier vorne ist noch ein Händler mit Reparatur. Das ist sehr gut. Das ist nett, dankeschön. Aber eigentlich will ich lieber Gold. Uah. Und die Kiste hier war noch zu verkaufen. So, dann hätten wir das auch geschafft. Und werden um knappe 10 Gold reicher. Yay! Was gibt es hier sonst noch für Leute? Gut, hier haben wir zwei Quests. Und zwar sollen wir 5 uralte Hieroglyphen sammeln. Und wir sollen 10 Archäologen der Zwerge töten. Und hier gibt's. Sprecht in Gadgetzahn mit Dr. Hauden. Was? Hauden Lukas. Ach, Hauden Lukas. Alter, warum ist denn das ein Wort? Was schreibt man doch mit Bindestrichen? Oder bin ich jetzt völlig weltfremd und bin einfach nur zu blöd zum Lesen? Hm. Oh. Noch. Nein, ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Aber wir müssen jetzt hier vorne gleich was sammeln. Yay, schluck auf. So, und zwar müssen wir jetzt hier sammeln. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir dafür keine XP bekommen. Warum nur? Aber ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass wir, ja, wie soll ich sagen, gleich Level up sind. Und zwar nach dem Mob hier, sobald der tot ist. Da sag ich doch. Yay! Gott, was ist hoch? Welches Level sind wir jetzt? 48, okay. Also noch 10 Level, Leute. Ach komm schon. Wir brauchen auch irgendwie extrem viel, bis wir sterben. Und hier vorne gibt es einen Stinkkäfer. Haben wir schon einen. So, das, der Typ da ist... Alter, das war eine 300er Crit. Mit einer Combo. Im Ernst jetzt. Okay. Das heißt, wir haben... gleich... ein paar schon geschafft. Irgendwie wirklich gerade total abwesend. Dabei achte ich nur aufs Spiel. Ich mache wirklich nichts nebenher. Okay, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch 6 von diesen Typen und noch 2 von den Artefakten. So, 5 haben wir. Eine gute Hälfte, ne? Was gibt's denn hier vorne? Hallo? Ach, da ist ein Ding, das ist Sonnengras. Ich glaube, Sonnengras ist ja schon mal nicht schlecht, das können wir ja gleich noch holen. Bei Kräuterkunde skillen ist ja auch, schadet ja wirklich auch nicht. Oder auch wirklich nicht. Irgendwie so rum. Ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Und von den Typen brauchen wir jetzt noch 4. Die haben wir auch gleich zusammen. Und dann können wir mal... Okay, die Quests müssen wir unten abgeben. Dann würde ich sagen, geben wir die gleich noch ab und dann fliegen wir mal... Sag mal, was ist denn eigentlich hier mit meiner Tastatur los? Zeigt ständig komische Sachen an. Wo war ich jetzt?
Ach so, ja, dann geben wir mal die zwei Quests hier unten ab und gehen dann mal nach oben und schauen, was es dort noch gibt von Quests. Weil da müssen wir ja auch eine abgeben. Da hinten ist einer, ich sehe ihn ganz genau. Oder sollen wir zuerst die Questreihe hier unten durchmachen und dann hochgehen? Dadurch würden wir uns halt Flugkosten sparen. Könnte man natürlich auch machen. Ich kann mich da gerade irgendwie nicht so ganz entscheiden. Also weit ist es ja eigentlich wirklich nicht. Von dem her wäre das jetzt nicht unbedingt das große Problem. Aber dann kriegen wir dort halt auch wieder 100 pro Folge Quests. Und für die Folgequest wiederum... Oh, da hat es den anderen Stützpunkt von den Allies. Und der ist irgendwie genauso aufgebaut. Also ich versuche jetzt mal, dass wir nicht sterben, aber ich möchte mir das mal kurz aus der Nähe anschauen. Da hat es einen Butler. Und die Leute hier sind Stufe 45, 51. Die könnte man ja sogar töten. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt hier so einen angreifen, dann kriegen wir PvP, glaube ich, aktiviert. Und dann kann uns auch jeder Ali holen. Sollen wir? Sollen wir? Ich hätte schon irgendwie Lust. Ups. Achso, nee, das ist nur so ein Butler. Naja, was soll's. Wir geben jetzt einfach mal die Quest hier ab und dann schauen wir mal weiter. Oh, dass die alle Aggro haben. Macht doch keinen Sinn. Komm schon, ich bin doch so langweilig. Geht doch weg. Und wir haben immer noch Aggro. Jetzt nicht mehr. So, jetzt sind wir auch wieder ein gutes Stückchen schneller. Und schauen jetzt gleich mal... Ah, Hilfe, wir sind doch nicht schneller. Verdammt. Blöder Typ. Hör auf, den Hirsch zu hauen. Er hat euch nichts getan. So, jetzt geben wir einfach mal die... Ach nee, das ist ja noch die Quest, die wir noch hochbringen müssen. Das sind die zwei hier. Und da bekommen wir nichts dafür und da auch nicht. Zerstört 6 Sandstein-Golems. Ja, ich glaube, die machen wir noch. Und dann schauen wir mal weiter. Aber die Sandstein-Golems sind hier ja relativ gut in der Nähe. Also, die sind ja jetzt wirklich kein Problem von der Entfernung her. Jedenfalls. Irgendwie haben wir wieder mal die üblichen Energieprobleme. Ich glaube, wir warten jetzt erstmal, bis Energie komplett aufgeladen ist, bis wir den dritten angreifen. Weil sonst haben wir das gleiche Problem gleich wieder. Gut, ich meine, wir haben es so oder so, aber es sah jetzt die Combo drauf. Und es war natürlich kein Crit. Yay. So. Nee, doch, der zählt auch. Dann gehen wir halt da drauf. 3 brauchen wir noch. Ach so Scheiße, der hat ja 4000 Leben. Wie viel hatten die da hinten? Was? Man kann einen Sandstein-Golem mit Bergbau abbauen? Das ist ja abgefahren. Ob es da tolle Steine drin hat? Weiß es nicht. Aber wer weiß sowas schon. Wow. So, 5. Und der letzte. Und den haben wir dann auch gleich. Und dann schauen wir mal. Ich habe mir vorhin gar nicht die Quest angeschaut, was wir denn da kriegen könnten. Die machen alle wieder keinen Sinn.
Das heißt, wir nehmen 54. Okay. Wir nehmen dann einfach das untere. Weil das. Nee, da müssen wir nicht lang. Halt, falsches Mount. Das hier wollte ich. Dieses Kopfhörerkabel nervt mich gerade total, weil irgendwie schafft es ständig, irgendwie meine Maus festzuhaken. Und dann kann ich meine Maus nicht mehr gescheit bewegen. So. Oh, ich glaube, da hätten wir doch eventuell sogar durchlaufen können. Ach, komm. Ist der festgebackt? Nee. So, wir nehmen den hier. Okay, und zwei neue Quests. Die werden wir diese Folge auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Aber wir können jetzt noch kurz hier verkaufen. So, das kommt hier hoch. Das kommt auch hier hoch. Und den bunten Stein können wir auch wegtun. So. Ja, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier die zwei Quests noch hier machen, dann machen wir die lieber morgen und dann haben wir morgen wieder was zu tun, als dass wir heute noch extrem viel Überlänge machen. Also ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Seid mir deswegen nicht böse. Naja, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.